Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mad Tower Tycoon. Der zweite Part heute am Samstag, dem 27. Korrekt. By the way, ich mache nochmal ein bisschen Werbung. Another Brick in the Mall, ein anderes Let's Play hier auf dem Kanal, ähnelt Mad Tower Tycoon ein bisschen. Ist auch ziemlich cool. Da baust du dein eigenes Einkaufszentrum. Da kam heute wahrscheinlich auch der dritte Part raus. Also vorbeischauen, ist cool. Ja, so viel dazu und ansonsten Mad Tower Tycoon. Der letzte Part war ja ein bisschen kritisch mit diesen großen Fahrstühlen, die was weiß ich wie viel gekostet haben. Es war krank. Mittlerweile geht's wieder und ich weiß gar nicht, was ich in diesem Part machen soll. Ich habe jetzt noch nichts vor. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht mal dieses Gebäude ein bisschen U-förmig zu bauen, um in der Mitte einfach mal eine Brücke zu errichten. Das fände ich ganz lustig. Dazu müssten wir aber jetzt erstmal hier ein paar einheitliche Größen haben. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier alles ausbauen, dass das schon mal gerade ist. Und hier eigentlich ebenso. Zack, alles voll hier. Ich meine, da wir jetzt eigentlich eh finanziell keine Probleme haben, können wir jetzt einfach mal ein bisschen Fun machen, würde ich sagen. Das sollte machbar sein. So. Ich könnte es jetzt natürlich auch noch total symmetrisch bauen und zählen, wie viele Kästchen das jetzt sind. Und dann genauso viele hier bauen. Mache ich auch. Ich mache das anders. Diese kleine Mietwohnung braucht ja 5 Kästchen. Das heißt, 15. Nee, das ist blöd. Ich mache das hier, wo es am simpelsten ist. Da braucht, glaube ich, jedes Gebäude 5. Jeder Raum 5. 10. Ja, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ist das korrekt? 10, 15, 20, 25, 30, 35. Korrekt. Es sind 35. Okay. Dann werde ich das jetzt folgendermaßen machen. Eins, zwei, drei, 4, 5. Das sind ja 35, 6, 7, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal 5 ist 35. Ja. Gut, das heißt, bis hierhin wird dann das Ganze gebaut. Achso, ja, erstmal Lobby. Na toll. Natürlich Sky Lobby hier. Gut. Dann Flur. Dann müsste das eigentlich passen von der Größe her. Das hier kann jetzt wieder weg. Das habe ich nur gebaut, um es zu zählen. Aber ich habe das Geld, deshalb ist das in Ordnung. Ja, wird schon passen. Und wenn es 2, 3 Felder zu viel oder wenig sind, was soll's. Ist kein Beauty Award, den wir hier gewinnen können. Dann baue ich das einfach mal so schön hoch. Ja, was da dann hinkommt, weiß ich auch noch nicht so genau. Vielleicht ein paar Geschäfte. Sehen wir ja dann. Ich werde es jetzt mal bis Stufe 30 wahrscheinlich machen. Wir können eigentlich die Zeit ein bisschen laufen lassen. Muss dann natürlich auch mit den Fahrstühlen schauen, das wird lustig. So, da ist 30, genau. So, und jetzt die Brücke. Aha. Da bin ich gespannt. Und Skylobby können wir eigentlich auch bauen. Ah, komm. Da ruckelt es immer ein bisschen, wenn ich die bauen möchte, warum auch immer. Und hier kann ich die nicht bauen, ach so. Jo, cool. Also, mir gefällt's. Jetzt haben wir ein U. Sieht man bloß nicht so ganz, weil ich hier ein bisschen ausgerastet bin. Ja. Jetzt eben noch Rolltreppen und Fahrstühle. Zack, 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 zack. Ich könnte es ja wirklich mal symmetrisch machen.
eins noch, oder? So. Ja, genau. Ja, jetzt sieht es doch schon ziemlich ähnlich aus. Hier ist es bloß bebaut, deshalb ist das hier grau, aber ansonsten sehr ähnlich. So, dann die Fahrstühle wieder. Bis 18. Ja. Ist das 18? Das ist 17. 18, hier. Hallo? Ja, hier, so. Dann gibt's hier... Geht's hier bis 24. Zack. Ja, und dann das Ganze einfach nochmal. Zack, 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 zack. Puh, was für ein Projekt. Ich raste aus. Nö. Und da schauen wir mal. Einzelzimmer, ach, Hotel, ja, mal schauen. Ja, jetzt würde ich sagen, haben wir ganz gut gebaut. Ich bin echt gespannt, wie die Brücke dann aussieht. Ich weiß gar nicht, ob man da was bauen kann. Wahrscheinlich nicht. Aber einfach mal so, wie es aussieht, das interessiert mich. Was ich auch schade finde, man kann nicht noch weiter rauszoomen. Vor allem, wenn der Tower groß ist, wäre das relativ praktisch. Ja. Dann könnte man vielleicht auch, wenn man weiter rauszoomt, die Details von Räumen und Leuten und so ein bisschen runterschrauben, sodass es auch performance-technisch ein bisschen besser läuft. Das wäre dann, ja, das wäre nicht schlecht. So, die Brücke sieht ja, naja, ist das, die ist nicht fertig, oder? Überzeugt mich jetzt nicht so ganz. Wir können ja auch mal zur Feier des Tages einen anderen Hintergrund nehmen. Old Film, na, Dark Edge vielleicht. Ja, das hat was. Sieht man jetzt nachts eh nicht so gut, aber... Ja, schauen wir mal am Tag an. Sieht so ein bisschen blau-grünlich aus. Und jetzt läuft schon deutlich langsamer, habe ich das Gefühl. Also, das Ganze geht langsam schon ein bisschen auf die Performance. Mhm. Weiß gar nicht, was ist das höchste Level, bis wir alles freigeschaltet haben? 27, 29, 35, 34. Na komm. 37 Ocean World. 30. Ja, also Level 37. So, neue Stufe. Das heißt, wir holen uns Pfennigfuchser. Ja, das wäre interessant. Ja, komm. Ja, nice. Hotel läuft gerade nicht so gut. Die Brücke sieht aber so unfertig aus, finde ich. Hier wegen diesem Gerüst. Und ich weiß nicht. Das sieht aber sehr dunkel aus, auch am Tag. Finde ich nicht so gut. Ja, das hat was. Purple Rain. Oder hatten wir das nicht vorher? Nee. Ich glaube, was anderes hatten wir vorher. Oder Aliens. Ja, ey. Oh, das sieht cool aus. Das sieht wirklich cool aus. Das lasse ich so. Diese Hotelputzer und sind ganz, ganz schlimm. So, wie sieht's denn eigentlich mit Mieteinnahmen aus? Ja, 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 okay. G.
Lärmschutzwand. Da bin ich ja gespannt. Was mich hier jetzt interessieren würde, kann ich, wenn ich hier eine Lärmschutzwand baue, dahinter oder davor was bauen? Nein, okay. Das ist interessant. Ich dachte, das wäre so ein Ersatz für den Flur, ist es aber nicht. Wir könnten natürlich das Ganze hier so trennen, aber... Ach so, ja. Ja, weiß ich nicht. Hier kann übrigens mal überall die Lobby sein, das schadet nicht. Ja, könnte man machen, aber weiß nicht, ob das was bringt. Weiß jetzt auch gar nicht, was wir hier hinbauen sollen. Als allererstes WCs, weil das möchte eigentlich jeder. Dann haben wir dieses Problem halt schon mal gelöst. Hier, WC. Ja, einmal, zweimal. Vielleicht noch ein Waschsalon. Zwei Waschsalons. Löschanlage. Ja, aber dafür habe ich ja schon diese kleinen Dinger. Die Brandschutztüren. Und da es noch nie gebrannt hat? Nö. Vorerst doch nicht. So, stimmt, neben den WCs muss auch so ein Müll sein. Okay. Ansonsten können wir eigentlich von diesen... Ach so, lol. Das waren kleine Mietwohnungen. Ach so, ja, klar. Ja, aber von denen könnten wir eigentlich auch mehr bauen, weil... Die sind relativ anspruchslos. Wir brauchen wir eigentlich das Ganze wieder... Puh. Naja, warum nicht? Deshalb hier einmal ab Stufe 21 kann ich das dann bauen. Und ja, zweimal. So, ab 21 dann ein paar kleine Mietwohnungen. Hier. Ich könnte eigentlich alles vollbauen damit, oder? Fast. Nein, verdammt. Was ist hier los? Ach so, Müll. Ja, klar. So, das passt immerhin. Das passt auch. Sehr schön. So, ja, expandieren ist manchmal leider ein bisschen anstrengend und nicht ganz so spannend, aber man muss auch die Vorteile sehen, mehr Kohle und auch in schnellerer Zeit mehr XP, das heißt dann kommen eben auch coole Sachen wieder schneller. Dementsprechend kann man das schon mal machen. So, oh, Wasser. Wir brauchen frisches Quellwasser für unsere Mieter. Quellwasser hier. Zack, zack. Gut. Reicht. Hotelbuchungen haben wir. Wow, was geht hier denn ab? Kann ich eigentlich auch ein paar mehr von bauen, oder? Geht das mit der Reinigung? Ja, ein bisschen geht da noch. Okay, ja, dann. Vielleicht hier einfach. Ja, Wasser kommt bald. Hä, was ist denn hier? Hier müsste das auch noch machbar sein. So, gut. Haben wir das auch gemacht? Bücherei? Ja, kann man eigentlich auch mal wieder bauen, oder? Eine kleine Bücherei. Wo ist die denn? Ich weiß gar nicht, ob sich das rentiert. Ich glaube, überhaupt nicht. Ja, aber was soll's. Baut doch mal das Wasser! Ich brauch's! So kommt ihr auch schneller hin.
Oh Mann. Auf jeden Fall hier natürlich mehr Kohle, ganz klar. Und dann brauche ich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen, wo ist es denn? Instandhaltung, hier. Ja, das wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Hier vielleicht und, ja. Hier, vielleicht hier auch nochmal. Schadet nicht. Weiß nicht, brauche ich hier eine? Wird auch so gehen. Ja, Mieteinnahmen kriege ich locker hin. Ich kriege auch das Zehnfache hin. Das sollte kein Problem sein. So, hier wieder XP. Dann bin ich mal gespannt, wie viel wir heute an Mieteinnahmen bekommen. Haben wir ein paar neue Leute drin? Vielleicht so 140.000. Großzügig geschätzt. Hahaha! 150.000, okay. Puh. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. So, mittleres Geschäft können wir jetzt bauen und werden wir auch bauen. Aber ich muss zuerst schauen, wie das hier geht mit dem Lagerraum. Okay, geht bis hier und Bank. Geht alles bis hier, das heißt, da können geile mittlere Geschäfte gebaut werden. Mache ich auch. Na, passt nur eins hin, oder wie? Ah, hier zwei. Na toll. Ja, immerhin. So. Das kostet eine Mille, oder? Ach nee, das wurde ja geändert. 500.000 geht eigentlich. Ja, wir könnten noch ziemlich expandieren. Also, wenn man sich das anschaut. Das ist die gesamte Map. Das könnt ihr halt wirklich alles vollbauen. Wir haben gerade mal... Ja, wir haben nicht mal ein Drittel. Aber ich will nicht wissen, wie schlecht das dann läuft, wenn alles vollgebaut ist. Puh. Ja, und das sieht jetzt nicht so prickelnd aus. Ja, es geht schon, aber naja. Das ist ein cooles Detail, das wusste ich gar nicht. Hier Balkons. Das ist cool. Das feiere ich. Auch Antennen und, was weiß ich, Leitern, um einzubrechen oder was soll das bringen? Ich weiß es nicht. Na, aber das ist cool. So. Lagerraum. Brauche ich erstmal eigentlich nicht. Ist schon irgendein mittleres Geschäft da? Ja, hier. Lautstärke. Pff, come on. Die bringen mir auch ziemlich gutes Geld ein. Ja, gefällt mir. Wir haben ja eine neue Stufe. Was holen wir uns da? Weniger Schmutz oder weniger negative Events? Hä? Ach, da brauche ich jetzt zwei für, weil es die zweite Stufe davon ist. Weil hier haben wir das schon. Und für die zweite Stufe dann zwei Skillpunkte. Okay, dann erstmal das hier. So, wieder gut XP. Und wie viel Kohle? Oh, ist aber weniger geworden. Es sind ein paar Leute ausgezogen. Wie traurig. Ja gut, das war's dann auch mit dem Part, würde ich sagen, weil heute kam ja schon ein Part und man muss es nicht übertreiben. Ich habe heute eh schon, was weiß ich, 1,5 Stunden Another Brick in the Mall aufgenommen und wenn du da mit dem Aufnehmen komplett, ja, übertreibst, geht das natürlich auch auf die Stimme und muss nicht sein. Deshalb, dennoch, danke fürs Zuschauen. Wann bekommen wir denn 3 Sterne? 300 Prestige, dauert noch ein bisschen, aber das schaffen wir schon noch. Also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.